Für Dynamo Dresden erzielte Frank Lippmann den Führungstreffer in Brandenburg. Matthias Döschner schlug diese Flanke. Es blieb Dynamos einziger Treffer in diesem Spiel beim 1:1 gegen die Stahlelf. Da müssen die Dresdner am Mittwoch erheblich zulegen. Oder wie Christoph Rink beim 1:1 Ausgleich seiner Stahl-Brandenburg-Mannschaft gegen Dynamo Dresden. Technisch übrigens hervorragend geschlagen. Oder wie auch Rüdiger Schnupp.